Hallo und herzlich willkommen zurück bei Horizon Zero Dawn. So, wir sollen mit Aurea reden. Wir müssen reden. Ja, hätte ich spätestens jetzt gewusst, dass ich mit ihr reden soll. Aber ich habe auch erst gestern aufgenommen. Ich weiß ungefähr, was los ist. Ich muss ein bisschen wieder vorproduzieren, weil Der Dämon, er hat ihr wehgetan. wenn man 3 Wochen nicht gespielt hat, muss man ein bisschen was machen. Ich weiß nämlich nicht, wann ich das nächste Mal dazu komme. So, reden wir mit ihr. Das war sie. Die geisterhafte Stimme, die vom Donnerkamm aus nach mir ruft. Und wieso kann sie Für hören? einen Moment konnte sie die Fesseln des Dämons abschütteln. Und das nur dank dir. Wer bist du? Und was willst du? Ich bin Aloy. Naltuk schickt mich. Er meinte, ich könnte dir helfen. Da lag er richtig. Du warst eine Offenbarung. Jetzt weiß ich sicher, dass die Stimme überdauert. Vielleicht können wir sie gemeinsam befreien. Lass uns nicht vorschnell handeln. Ich kam den weiten Weg hierher, um Antworten zu finden, und bisher habe ich noch keine. Mir scheint, als seist du die Antwort. Aber ich erzähle dir, was ich weiß. So. Du scheinst sie schon länger zu kennen, diese Stimme. Sie rettete mein Leben. Hier, vor Jahren im Krieg gegen die Kaja. Ein Angriff zerstreute meinen Verak. Ich war abgeschnitten. Allein. Ich lockte den Feind in die Reifwehen, um sie im Dunst abzuschütteln, doch das schlug fehl. Und ich floh in diese Höhle. Dann hörte ich ihre Stimme. Wie ich war sie verloren. Eine Stimme des blauen Lichts, doch getrennt von ihm. Sie bat mich um Hilfe. Sie wählte mich. Doch ich konnte ihr nicht helfen, solange die Kaja mich jagten. Also half sie mir. Sie schloss eine Tür unten im Berg. Du hast sie wohl auf dem Weg geöffnet. Verschlossen, ähnlich wie die hier in diesem Raum. Das hielt mir die Kaja vom Leib. Ich war sicher. Und konnte ihren Auftrag ausführen. Welchen? Was wollte die Stimme von dir? Sie sagte, sie sei verletzt. Unvollständig. Sie brauchte Knochen. Teile, die den Maschinenteilen ähneln. Sie waren hier, in diesem Raum. Ich sollte sie zum Donnerkamm bringen. Also tat ich's. Dort konnte ich sie dann heilen. So begann unsere Gemeinschaft. Du und die Stimme wart eine Gemeinschaft. Ja. Im Donnerkamm gibt's einen Raum wie diesen, nur viel größer, mit einem Altar. Ich ging oft dorthin und sprach mit ihr. Was hat sie gesagt? Sie sagte, sie sei verloren und brauchte Hilfe. Sie stellte Fragen über unser Land, unseren Stamm. Sie hörte zu. Mit Geduld und Weisheit. Ich erzählte ihr lang Verschwiegenes von meiner Familie, Träumen und Ängsten. Sie war nie gelangweilt, urteilte nie. Wir leisteten uns Gesellschaft. Okay. Aurea, was denkst du, ist diese Stimme? Ich weiß. Du bist keine Banuk und du kennst unsere Lieder nicht. Du weißt nichts über das blaue Licht. Es ringt Aber in ich weiß unseren über Herzen ums Überleben über und beseelt Dinge. Die Maschinen. Die Lebensessenz in ihrer reinsten Form. Harmonie. Während die Wut der Maschinen wächst, schwindet dieses Licht aus der Welt. Und die Stimmen, die es nährt, stranden. Sie ist nur eine verlorene Seele, der fehlt, was sie braucht. Einsam. Verlassen. Ich muss ihr helfen. Wir zwei. Ich weiß nicht, ob ich verstehe. Aber ich möchte es. Mehr brauche ich nicht. Der Dämon. Was weißt du über ihn? Ich sprach sehr oft mit der Stimme. Erst hier, dann im Donnerkamm. Letztes Mal erzählte sie mir, dass etwas sie angegriffen hatte, das sterbliche Augen nicht sehen, etwas Böses. Sie nannte es den Dämon und sagte, er bräuchte ihre Kraft für seine Ziele. Dann bat sie um Hilfe, sie zu zerstören, falls nötig, damit er sie nicht benutzen könnte. Das war vor 5 Jahren. Ich hatte sie nicht mehr gehört. Bis heute.
Ich wollte gerade überlegen, ob dieser Dämon Hades ist. Weil Hades ist ja, glaube ich, in dem Spiel hier der Endgegner, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Aber mir ist gerade eingefallen, das ist ja Frozen Wilds. Das ist ja ein DLC. Ich glaube, das kann mit der Hauptroute irgendwie nichts zu tun haben. Fragezeichen. Was hielt dich von ihr fern, nachdem sie Hilfe wollte? Ich ging zu Aratak. Ich hoffte, er könnte sie schützen. Doch der Krieg mit den Kaja tobte noch und bevor ich ihn erreichte, schnappten mich die Falken des verrückten Sonnenkönigs. Sie brachten mich nach Meridian. Ich konnte erst lange nach der Befreiung zum Donnerkamm zurückkehren, zur letzten Schneeschmelze. Also im Sommer, im letzten Sommer oder was? Du bist zurück? Nee, ist nur eine Illusion. Du bist zum Donnerkamm zurückgekehrt? War das die gescheiterte Expedition? Ich sah die Beerdigung. Ja. Als endlich Frieden mit den Kaja herrschte, versammelten Aratak und ich einen Wehrer großer Jäger und bekämpften den Dämon. Und doch war die alte Tür zum Donnerkamm fort. Ersetzt durch ein unpassierbares Tor und viele Maschinen. Ein Massaker. Aratak rief zum Rückzug, doch die Besten waren schon tot. Wir überließen sie dem Schnee, als wir flohen. Danach waren wir uns nicht einig, was zu tun sei. Also kam ich her, in der verzweifelten Hoffnung, die Stimme zu hören. Und ich hörte sie. Dank dir. Ist der Donnerkamm das Ding, was wir uns vorhin angeschaut hatten, wo man zwar die Tür sieht, wenn man den Fokus anhat, aber die komplett vereist war, ist da dieser Donnerkamm? Also, sehe ich das richtig? Da waren zwei Wesen. Eins nennst du die Stimme. Irgendwie gefangen von dem, den du einen Dämon nennst. Was auch immer dieser Dämon ist, er beeinflusst die Maschinen und macht sie gefährlicher. Ich will wissen, wie. Diese Stimme und der Dämon sind auf einem Berg. Im Donnerkamm. Warum gehen wir nicht einfach hin und klären alles auf? Der Das Berg ist geht der nicht. Donnerkamm. Der Donnerkamm ist gefährlich. Sehr gefährlich. Der Dämon hat sich da verschanzt. Zudem lässt Aratak uns nicht gehen. Als Häuptling kontrolliert er den Pass zum Berg. Und er lässt nicht mit sich reden. Ihr braucht wohl einen neuen Häuptling. Na, die Idee wird sicher gut ankommen. Du bist doch eine Jägerin. Und ich wette, keine gewöhnliche. Es ist nicht unmöglich. Selbst für eine Fremde. Und Aratak wird die Herausforderung annehmen, wenn du im Verak bekannt wärst. Halt! Ich? Gegen Aratak? Ich will niemandes Häuptling sein, erst recht nicht von Banuk, die mich nicht wollen. Aber du willst doch zum Donnerkamm, oder? Du hast sie gehört. Die Stimme leidet. Der Dämon quält sie. Sie möchte frei sein. Und vielleicht, wenn sie wieder frei ist, kann sie dir die Antworten geben, die du suchst. Warum lasse ich mich bloß darauf ein? Gut. Was muss ich denn machen? Zeig dem Verak, dass dein Anspruch berechtigt ist. Siege im Jagdgebiet. Töte Banditen im Schnitt. Oder? Du sprichst mit Sekuli. Wenn du ihr hilfst, wird das sicher bemerkt. Tu, was du kannst. Wenn es Zeit ist, den Speer vor Arataks Füße zu schleudern, unterstütze ich deinen Anspruch. Bis dahin bin ich hier und beantworte dir alle Fragen zur Herausforderung. Oh, und eines noch. In der Kiste da ist eine Waffe, so wie meine. Nimm sie. Vielleicht hilft sie dir. Also habe ich jetzt entweder die Wahl, zwei Dinge zu tun, die ich nicht gerne tue. Dazu zählt Jagdgebiet und dazu zählt Banditenlager. Oder ich helfe ihr. Und so wie ich mich kenne, mache ich sogar alles drei, alle drei Sachen. Kenny und ich streiten uns nicht übers Wäschemachen, sondern über Inkommensurabilität und Grenzen der künstlichen Intelligenz. Das war alles. Huch. Nimm
Ach, die Schleuder. Den Schamanenpfad genommen. Sechs mit Blau ganz. Ja. Level A. Ja. Beweise dich vor den Verak. So, ich habe zwei F Punkte, mit denen ich nichts anfangen kann. Ich glaube, ich muss. Obwohl es mir sträubt, muss ich als nächstes den Horter nehmen. Dafür brauche ich drei. Und dann würde ich, glaube ich, hier weiter auf Krieger gehen. Wahrscheinlich erstmal schwere. Weil den benutze ich ja doch recht häufig, ne? Den Speer. So. Habe ich nicht eben eine Schleuder bekommen? Oder was habe ich eben bekommen? Schatzkisten. Banuk Sturmschleuder. Sturmbolzen. Was ist das? Diese Waffe feuert aufgeladene Blitze ab. Nachfolgende Blitze laden sich stärker auf und erhöhen den Schaden. Was genau ist das? Upgrade-Dings da herstellen. Neue Sturmschleuder. 50. 100. Ein Eichhörnchenhaut, ein Nachrappenknochen. Bin mir nicht so genau sicher, was das bringt. Die Waffe. Was hier wird ja wohl irgendeinen Nutzen haben, ne? Schock, sch Schock, Schocki? Schocki die Schock? Schocki die Schock? Ah, den Schockschaden sollte ich da reinpacken. Macht er. Eine für sich Schock. Und Feuer. Richtig nice. Das sehe ich gerne. 27 Schock. Einundneunzig Schaden. Die machen weniger Schaden. Dafür aber mehr Elementardinger. Ich weiß nicht, ob ich die benutzen werde. So wie ich mich kenne, wahrscheinlich nicht. So. Wie viele? Sieben habe ich. Bär. Sieben habe ich. Was habe ich eben noch gefunden? Waffenspule. Auch noch mehr Schaden. Dreiunddreißig Handhabung Schock. Abriss. Outfits.
So, aber die will ich gerade nicht mehr haben. Schleuder wieder hinsetzen. Ich möchte einen neuen Seilwerfer haben. Dafür müsste ich aber wahrscheinlich erst noch Meridian. So. Unsere Aufgabe ist da hinten, da, da und da. Sammeln die Pigmente und bringen sie zu Silu. Das mache ich ja sowieso gerade. Ist das Silukina? Nee, das ist Silukina. Aber ich bringe. Siluki ist doch die da. Aber jetzt ist sie da. Okay, Pigmente sammle ich ja sowieso gerade. Komme ich hier irgendwo raus? Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist das. Raus komme ich hier nicht, ne? Wahrscheinlich nicht. Wie komme ich denn da weiter? Hier über den Pass. Hier an der Seite, ne? Für den Verag. Zum Jagd. Okay, den. Oh. Banuk Eisdorn-Waffenkiste. Banuk Verag-Häuptling-Kiste. Blau. Oh Gott. Jupp. Gut, den Langhals haben wir schon. Das ist schon mal eine Aufgabe weniger, die wir machen müssen. So. Wieso drücke ich eigentlich immer den falschen Knopf? Aua. Da oben kann ich längs. Nee, von da komme ich. Wie komme ich da am besten längs? Irgendwo. Da. Wie komme ich da rüber? Indem ich schummel. Eine Leiter, aber komme ich ja gar nicht ran. Über Glitschen geht nicht, oder? Aua. Komme ich von da? Das geht nicht. Aber von da komme ich, oder? Ja. Ich habe zwar keine Ahnung, ob man so rüberkommt, aber naja. Aber da muss ich längs, ne? Right? Leitern sind was für Schwächlinge. Wo ist denn meine Markierung hier? Ich hätte doch eine Wegmarkierung gesetzt. Was ist das hier? Was denn? Bisschen die Landschaft genießen. Das sieht aus wie das Banditenlager. Kann man das von so weit sehen? Nein, das ist niemals das Banditenlager.
Eigentlich kann ich dann auch einen Abstecher zum Speer da machen, ne? Wenn ich sowieso hier oben längs laufe. So, fast voll. Der reguläre Weg? Nein, ich dachte schon. Das liegt hier vorne schon. Das werde ich vielleicht noch bereuen. Ach Quatsch. So, dann gehe ich mal dahin. Stimme-Areal. Kann ich mir auch gleich holen, ne? Wo sind die denn? Oh. Direkt hier. Das eins. Oh, da kann man, konnte man runtersliden. Wächter? Dotter Wächter? Ich muss echt Waschbären sammeln. Ich muss echt mal kurz, wenn ich irgendwo ein Lagerfeuer gefunden habe, muss ich echt mal sehen, dass ich Waschbären sammle, damit ich meinen Köcher erweitern kann. So, wo sind die? Lanzenhörner? Da ist Blauglanz 1. Wo ist das zweite? Das wird wahrscheinlich in unmittelbarer Nähe liegen. Nicht für Berge geeignet, hm? Kann ich eigentlich irgendwie springen? Das frage ich mich auch schon zum 10. Mal. Los, geh runter! Ach, dann halt nicht. Geh halt runter. Ist weiter unten. Wo war da ein Kaninchen? Eichhörnchen meine ich. Hey!
Hallo. Wildes Eichhörnchen. Lanzenhorn. Wo ist das andere? Was sind das denn? Oh, Sägezähne? Wo ist die Markierung? Irgendwo. Da oben ist die. Natürlich. Aber die Sägezähne kann ich überbrücken. Kann's aber auch lassen. Die Maschine ist schnell. Oh. Wollte die eigentlich überbrücken? Hatte ich eigentlich jetzt keine Lust. Ich wollte einen wollte ich überbrücken. Hallo. Wieso treffe ich die gerade nicht? Komm her. Der nervt. Hallo, wo kommen die denn alle her? Ah!
Zwar nicht sehr schön, aber... Oh, leuchtendes Geflecht. Finde ich immer gut. Und nicht strahlendes Geflecht, wie ich habe, ne? Oh, ich hätte einen Wagen mitnehmen. Einen Wagen vor allem. Kann ich die noch mitnehmen? Nein. So, und ich wollte eigentlich nur das hier mitnehmen. Ich wollte gar nicht kämpfen. Viel EP hat es auch nicht gebracht. Eine Handvoll Blauglanz trotze ich gerne der Eiseskälte. Na denn. Das Lagerfeuer einmal mitnehmen. Da sind Lanzen hereinander. Huch. Bleiben hier. Tor andenkt. Was für ein Tor. Uff. Quest. Nehmen mit. Lagerfeuer entdeckt. Hallo Fuchs. Frischer geht's nicht. Das stimmt. Einmal speichern. Einmal kurz sehen, was sie... Wenn die Queen nicht zurückkommt. Sie wird es. Sie scheitert niemals. Aber falls doch, dann kann ich einen Speer am weitesten werfen. Und ich kann am schnellsten Eis hinaufklettern. Ihr Aha. habt eine Prüfung bestanden. Die nächste ist die des Schweigens. Was machen deine Jäger so weit hier draußen? Wir sind Weißzähne, hinabgestiegen vom Kiefer des Ban-Ur, um die Willigen zu prüfen. Ein Test? In diesem Jagdgebiet? Nein, Ach. Es ist eine Prüfung. Überlebe wie unsere Vorfahren auf dem Gletscher am Messerpfad. Dieses Mal war es rau. Zwei müssen noch zurückkommen. Wir warten. Dann segnen wir ihren Versuch. Dann gehen wir. Okay. Um was genau geht es bei der Probe? Sich dem Gletscher stellen und 4 Tage und Nächte ausharren. Nur mit diesem gefrorenen Boden und den Maschinen. Unsere Schamanin segnete die Probe und erlaubte das Ausbeuten. Metall zur Waffenfertigung. Der Rest ist verboten. Was ist mit den beiden, die noch nicht zurück sind? Sie sollten sich allein der Probe stellen. Ihr Leben oder Tod. Mhm. Die Rückkehrer wissen, dass die Weißzähne sie begleiten. Die Verschollenen wissen, dass die Weißzähne sie ehren. Wie großherzig. Du bist aus Ban-Ur. Weißt du was über Aratak und Urea? Starke Namen, wirklich. Es gibt viele Lieder. Aber es gibt einen Grund, warum sie im Schnitt und nicht bei den großen Verak sind. Diese Obsession mit Donnerkamm wird ihr Untergang. Wer sind die Weißzähne? Krieger. Die Ersten und Besten. Alle jungen, kampflustigen Jäger wollen bei uns sein. Jetzt sind die Maschinen wütend. Es gibt immer Kämpfe. Uns geht es gut, was, Schamanin? Jeden Tag schlägt der Blitz in den Staub der Schlacht. Jede Nacht wird ein neuer Name im Lied verehrt. Bescheiden geht anders. Suchst du nicht nach deinen vermissten Jägerinnen? Bei Zeiten. Nach Monaten trägt das Schmelzwasser die Körper zurück. Vielleicht leben sie noch. Dann suche ich nach ihnen. Auch wenn sie noch leben sollten, werden sie Hilfe nicht annehmen, Fremde. Für uns ist Überleben heilig. Auf nichts anderes ist Verlass. Mal sehen. Okay. Mal schauen, findet die vermissten Jäger. 35. Puh. Stufe 40. Auf Karte anzeigen. Karte anzeigen. Da oben. Ach, ich wollte ja da hoch, ne? Soll ich jetzt erst die Waschbärhaut? Ich glaube, das mache ich einmal kurz offscreen. Sowieso die Folge vorbei. Schon lange. Ich glaube, ich gehe einmal kurz Waschbärhaut farmen.
Und dann gehe ich hier hoch. Hier muss ich sowieso hoch. Ich glaube, ich gehe erst ins Jagdgebiet. Und dann gehe ich nochmal hier hoch. Ja, ich glaube, das mache ich so. Aber ich glaube, ich gehe hier. Überleben ist heilig. Sie lassen Leute sterben. Ich gehe erstmal dann offscreen Waschbärhaut farmen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann!